Und jetzt, alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Börsenzapping, nicht zu Börsenzapping, zu Börse Kompakt, der Sendung, wo es jetzt wirklich über 20 Minuten jetzt um ein komprimiertes Programm gehen soll. Ich möchte am Anfang ein bisschen die Q-Ratio Ihnen näher bringen. Das ist eine Verhältnismäßigkeit oder eine Messzahl, eine Messgröße, wo man mittel- bis langfristige Überbewertungen und Unterbewertungen an den Aktienmärkten herausfinden kann, und möchte Ihnen dann eine ganze Reihe von Aktien charttechnisch mit Ihnen betrachten, die gerade jetzt in der laufenden Woche interessant sind. Die Q-Ratio, was ist das? Das ist eine in Deutschland kaum wahrgenommene, aber im angelsächsischen Raum sehr beliebte Bewertungsmesszahl eben für Über- und Unterbewertungen am Aktienmarkt. Die wurde von James Tobin, dem Nobelpreisträger, entwickelt und bildet den Quotienten zwischen einerseits den gehandelten Bewertungen am Aktienmarkt und andererseits denjenigen Kosten, die es bedürfen, oder die es bedarf, diese Unternehmen einfach neu zu kaufen. Also einmal das, was die Börse sieht, das andere die Wiederbeschaffungs- oder Ersatzkosten. Das ist auf den ersten Blick mal nicht ganz trivial, das zu berechnen. Man kann sich da aber die Berechnungen oder die Zahlen holen aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der US-Regierung. Und diese Daten werden quartalsweise veröffentlicht und stehen eben zuletzt für das erste Quartal zur Verfügung. Von D-Short, und das ist eben jetzt hier auch die Grafik, die Sie sehen, gibt es eine Extrapolation der Werte in den August hinein, und da kommt man zu dem Ergebnis, dass man heute am Aktienmarkt teurer an die Unternehmen käme, als wenn man sie neu zusammenstellen würde. Das ist natürlich eine fiktive Größe. Niemand kann Unternehmen einfach neu kaufen und zusammenstellen. Aber wie man sieht, ist diese Berechnungsgröße doch valide und aussagekräftig. Der Wert von 1999 wurde zwar noch nicht wieder erreicht, aber die Hochs der Jahre 1906, 1936 und 1968 sind überschritten. Es ist klar, dass die Erträge der Unternehmen und die Erträge der Aktionäre langfristig den gleichen Wert erreichen müssen. Und so ist auch interessant, hier sich mal anzuschauen, wo liegt denn das arithmetische Mittel, also der Durchschnittswert. Das sehen Sie jetzt hier auf dieser Grafik. Der Durchschnittswert, der liegt bei 0,68. Derzeit sind wir 72% über diesem Wert. Im Jahr 1999 waren wir 141% darüber. Es gab aber auch schon Zeiten, wo wir eben mehr als 50% darunter lagen. Da war also, der wird man alles neu aufbauen, die Kosten, die waren also 100% höher, oder hier sogar mehr als 100% höher, als das, was man an der Börse wirklich an Kursen präsentiert und Bewertungen präsentiert bekam. Merke, Jahr 2009 nach Lehman waren wir nicht in diesem extremen Kaufbereich, will ich mal sagen, in diesem extremen niedrigen Bereich, zumindest nach diesen Bewertungen. Es gibt eine Investmentboutique in London, das ist Smithers & Co. Die arbeiten engmaschig mit dieser Q-Ratio, und die Leute da haben auch mehrere Bücher veröffentlicht darüber, und die gewichten quasi die Werte der Ratio zusätzlich gegenüber diesem Durchschnittswert. Und die haben auch diese Grafik hier erstellt, und die zeigt, aha, wir haben hier also einen Indikator, das ist quasi die Q-Ratio und die Gewichtung, die gewichtete Q-Ratio gegenüber dem Durchschnitt. Wir sehen Jahr 1999 ganz klar eine Übertreibung, Abweichung nach oben. Dann hatten wir 12, 13 Jahre Seitwärtsbewegung. Und auch heute ist der S&P 500, hat der noch nicht die Höchststände erreicht von dem Jahr 2000. Wohlgemerkt, das ist der inflationsadjustierte S&P 500, das ist also die Inflationsrate mit reingerechnet, ist der S&P 500 in den USA, hat also inflationsbereinigt hier noch nicht die Höchststände des Jahres 2000 erreicht. Jetzt gehen wir wieder in eine Phase, wo wir eben Extremwerte nach oben erreichen oder uns abwenden von diesem Durchschnittsbereich. Das bedeutet, dass wir möglicherweise hier auch schon wieder in einem hohen Bereich sind. Diese Ratio sagt uns allerdings nicht, dass wir jetzt an einem Hochpunkt exakt angelangt sind. Dennoch kann man das als ein Puzzlesteinchen sehen, dass wir uns doch hier in einem hohen Bereich am Aktienmarkt befinden. Was hier aber wichtig ist, ist auch zu sehen, dass sich diese graue Linie, das ist wohlgemerkt der Inflations,
adjustierte S&P 500, dass sich diese Kurve, auch wenn mal Extremwerte erreicht sind und auch wenn die zu Korrekturen führten, dass langfristig der S&P 500 nach oben zeigt. Das zeigt eben auch diese Rekursionsgerade. Wir haben hier eben diese 4,8% per anno durchschnittliche Ertragsrate, die man doch erwarten kann vom Aktienmarkt. Also vielleicht sind wir in Extremwerten angelangt, aber es macht weiterhin Sinn, hier, und das zeigt eben auch die Grafik, Aktien zu halten. Und in diesem Sinne, das als dem allen vorausgeschickt, möchte ich Ihnen eine Reihe von Aktien in dieser Ausgabe von Börse Kompakt zeigen, die mir aufgefallen sind, die ich aus charttechnischer Sicht interessant finde. Und da gehe ich jetzt auf Guidance und da auf das Charting Widget, das können Sie auch selbst aufrufen und da diese Charts bearbeiten. Das große Thema in dieser Woche wird sicherlich die Apple-Aktie sein. Mit ING-Zertifikaten können Sie eben hier auch Long und Short die Apple-Aktie halten. Ich habe hier ganz groß und blau nicht zu übersehen die meinen Prognosepfeil gesetzt. Ob der so stimmt, weiß ich nicht, weil ja morgen ein großes Event sein wird, 19 Uhr morgen, mitteleuropäischer, also heutiger unserer Zeit, 19 Uhr morgen Abend wird eine Pressekonferenz sein. Die für diese Pressekonferenz hat man ein eigenes Haus gebaut, eine eigene Bühne gebaut. Es wird dort erwartet, dass zum einen das iPhone 6 kommen wird und es wird ein weiteres tragbares Gerät geben und vielleicht noch ein drittes Gerät, von dem man bisher noch gar nichts weiß. Also das könnte hier doch sehr interessant werden für die Apple-Aktie. Einige sagen, das wird hier das größte Event, die größte Neuerung sein, seitdem das iPhone vorgestellt wurde. Das iPhone, wissen wir ja, hat ja die Apple-Aktie und auch das Unternehmen hier einfach nach oben getrieben, hat es zu einem der größten Unternehmen gemacht im Technologiesektor. Was wir jetzt hier sehen, ist rein charttechnisch nüchtern betrachtet, alle Gerüchte ausgeklammert, ein Aufwärtstrend, eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die als Trendfortsetzungsformation hier von der Apple-Aktie genutzt wird, sieht man dynamischer Ausbruch über die Nackenlinie und das Kursziel daraus liegt bei 117 US-Dollar. Was wir jetzt sehen, ist hier im Wochenkerzenchart, eine Kerze steht für den Preisverlauf einer Woche, dass wir hier das alte Hoch aus dem Jahr 2012 überschritten haben. Und zwar vorletzte Woche und vorvorletzte Woche. Letzte Woche, wenn Sie sich das, die Nachrichten verfolgt haben um die Apple-Aktie, da gab es einen Sicherheitsleck und so weiter. Das hier also erhöhte Volatilität ist zu sehen. Diese Kombination aus diesen drei Kerzen im Bereich dieses alten Widerstands ist erstmal bärisch zu sehen. Stand jetzt 12.39 Uhr am Montag. Ohne dass wir die Kurse von der Wall Street haben, ist das bärisch zu sehen. Das ist ein Evening Star Muster, das letztendlich etwas höher angesiedelt ist als das Evening Star Muster hier. Also letztendlich ist das aber auch nichts anderes als ein weiteres Signal dafür, dass im Bereich dieser 100 Dollar den Käufern oder den Bullen hier ein bisschen die Luft ausgeht. Monatskerzen, wenn wir uns die anschauen, da haben wir einen Bruch dieses Evening Star Musters, also auf Monatskerzenbasis ist alles offen und es ist immer so, dass die Monatskerzen die Wochenkerzen und die Wochenkerzen die Tageskerzen ausstechen. Wenn Sie sich das ein bisschen im Hinterkopf behalten wollen, die Monatskerze sagt, es ist grüne Fahrt nach oben in Richtung der 117, die Wochenkerzen sagen, wir wissen nicht so recht, aber natürlich kann auch die laufende Woche und die Nachrichten, die morgen kommen, dieses Muster hier nach oben aufhebeln. Also kurzfristig ein gewisser Zweifel da, mittelfristig das Bild hier weiterhin bullisch, was die Apple-Aktie angeht. Eine weitere Aktie, die ich sehr spannend finde, ist die Deutsche Bank-Aktie. Diese Aktie hat hier ist hier dargestellt im Monatskerzenchart. Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich in einem Supportbereich, in einem Unterstützungsbereich, gebildet durch diese schräge Trendlinie, diesen schrägen Trendkanal. Man kann diese Aktie nicht genauer eingrenzen, sondern manchmal muss man statt mit Linien
auch mit Bereichen arbeiten. Und das hier ist eben ein Kanal, das ist ein Unterstützungskanal. Und man sieht hier auch beim Abverkauf von 2009 wurde das erstmals als Kaufzone genutzt, dann im Jahr 2011, 2012 und anscheinend auch jetzt waren das valide Umkehrpunkte auf der Unterseite, wo man eben einsteigen konnte. Auch die Kerzen der letzten 4 Monate deuten darauf hin, dass wir es zu tun haben mit einer Bodenbildung bei der Deutschen Bank Aktie. Und man sieht hier einfach nach sehr, sehr langen roten Kerzen, wo die Bären ganz klar die Kontrolle über die Aktie hatten, sehen wir plötzlich sehr kleine Kerzenkörper im Juli und im August. Bedeutet, die bärischen Kräfte sind raus, die Bullen sind noch nicht wieder da. Es hält sich die Waage zwischen den beiden Käufern und Verkäufern. Und jetzt sehen wir eine grüne Kerze mit neuen Hochs über dem Hoch vom August. Das bedeutet, das Ganze könnte so ein kombiniertes Morningstar-Muster werden. Und das könnte eben bedeuten, dass wir hier das Tief gesehen haben bei der Deutschen Bank Aktie. Ich würde hier noch nicht einsteigen, der Monat ist noch lang. Wir sind am 8. Tag dieses Septembers angelangt. Der Monat, also diese Monatskerze sollte grün sein, sollte so schließen wie aktuell oder höher, damit wir hier ein Morningstar-Muster haben. Das wäre bullisch und dann hätte man im Oktober Zeit, sich möglichst dann bei Kursrückgängen günstig in die Aktie einzukaufen. Das ist aber Zukunftsmusik. Derzeit ist die Deutsche Bank kein direkter Kauf, sondern etwas für die Beobachtungsliste. Genauso sieht es aus mit der Lufthansa-Aktie. Wir wissen ja, die Lufthansa hat gewisse Probleme, was einerseits Kapazitätsauslastung angeht, andererseits aber auch, was das Konzept angeht. Will man eine Billig-Airline sein, will man eine teure Premium-Airline sein, da ist man sich zumindest aus Börsensicht, weiß man das derzeit nicht so recht einzuschätzen. Was man weiß, ist, dass das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat, die sich gewaschen hat und das ist das, was derzeit bewertet wird. Ob jetzt da in Zukunft die Lufthansa wieder die Beine, letztendlich auf die Beine wieder kommen wird, das weiß man derzeit nicht. Aber auch hier ist der Verkaufsdruck raus nach diesem Crash von 20 auf 12. Sehen wir hier, dass wir an einem Unterstützungsbereich angelangt sind. Die Aktie hier hat hier schon mal gedreht im Bereich von 12,54 und zwar im September 2013, also genau vor einem Jahr. Und genau in diesem Bereich, in diesem Supportbereich, der eben hier auch in der Vergangenheit schon mal Support war, genau da bilden wir nun eine Kerze aus, eine Doji-Kerze, kleiner Kerzenkörper, Sie kennen das von der Deutschen Bank-Aktie, gerade nach roten, langen Kerzen. Und jetzt kommen Käufer rein. Sollte diese Kerze grün sein, also bei 13,80 der Monat zu Ende gehen in der Lufthansa-Aktie oder höher, dann hätten wir hier auch ein Morningstar-Muster auf dem Support. Bedeutet auch hier bei der Lufthansa-Aktie günstige Einstiegsmöglichkeit. Ist aber noch nicht fertig, sollte auf jeden Fall hier weiter abgewartet werden. Eines der stärksten Aktien am Nasdaq in den USA ist die Tesla, der Hersteller von den Stromautos. Und hier sehen wir auch einen Bruch eines Widerstands. Dieser Widerstand wurde gebildet eben im Frühjahr dieses Jahres. Da gab es eine lange Konsolidierung, Korrektur von 2,65 auf unter 200. Ja, immerhin auch fast 40 oder so gut 40%. Ich kann es auch ganz genau ausmessen. Um das zu sehen, sind wir bei 33,12%. Gutes Tief war hier bei 175. Und das ist letztendlich dann der Test gewesen der Aufwärtstrendlinie, die wir hier in der Vergangenheit schon mal erreicht haben. Diese Aufwärtstrendlinie nach rechts verlängert wurde dann eben erneut erreicht im Juli, bis dann die Aktie sich aufgemacht hat, diesen Trend zu brechen. Bedeutet, jetzt für die Zukunft ist ein Rücksetzer zu erwarten auf die 265-Dollar Marke. Und dann kann der Markt sich hier oder der Preis sich eine Weile aufhalten, spätestens am 6.10., wenn dieser Support hält. 6.10. Ist diese horizontale Unterstützung trifft dann auf die Aufwärtstrendlinie. Wir haben dann ein Supportcluster. Spätestens dann dürfte die Aktie nach oben wegdrehen und hier sind Kursziele durchaus zu sehen über die Zeit im Bereich von über 500 US-Dollar, 530, 550, je nachdem wann hier die Obergrenze oder die Oberkante des Aufwärtstrends erreicht wird.
Interessant, der Preis von WTI. Wir haben ja in den ganzen letzten Jahren immer wieder über Öl gesprochen. Immer dann, wenn die Wirtschaft sich erholt hat, haben wir sofort wieder reflexartig auf den Ölpreis geschaut, weil der natürlich auch eine Belastung dann immer dargestellt hat für die Konjunkturerholung. Egal, welche Konjunktur da gerade betrachtet wurde, sind die der Industrieländer, aber auch der Emerging Markets, wenn man sich China zum Beispiel anschaut. Dann war da immer der Ölpreis ein Thema. China subventioniert ja bis heute, wie das auch der Iran tut, der sehr viel Öl hat. Auch China tut das, subventioniert bis heute die Benzin- und Mineralölproduktpreise. Die sind also günstiger dort auf dem chinesischen Markt, als es eigentlich wären, würde die Regierung da nichts dazu tun. Diese Subventionen sind viel günstiger geworden, weil die Importpreise für Energie und insbesondere für Rohöl eben gesunken sind. Hier ist jetzt das WTI zu sehen, das ist das was in Cushing in den USA in Texas gehandelt wird. Das ist der Verteilungsknoten, wo das ganze Angebot der USA zusammenläuft. Und da sehen wir eben nun seit nunmehr Juni 2000, also Juni, Sommer dieses Jahres, einen deutlich rückläufigen Preis. Und das eben gerade inmitten dieser Probleme, die es im Irak gibt, inmitten dieser Probleme, die wir in der Ukraine haben, also geopolitische Spannungen, die derzeit, die direkt eben auch auf die Ölproduktion Auswirkungen haben könnten. Zumindest wird das in den Medien so kommentiert. Die Ölhändler, die meist sehr gut informierte Händler sind, sehr gut informierte Kreise sind, die ignorieren das Ganze. Wissen die mehr? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht man hier nicht das Risiko unmittelbarer Verknappungen des Ölangebots. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Staaten weltweit eben in diesem Jahr und gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte sehr viel mehr Öl fördern werden, als sie selbst als es erwartet wurde. Es gibt ja also wirklich positive Überraschungen. Auch die USA werden eben zunehmend unabhängig vom Import von Öl aus dem Nahen Osten. Und so der Preis von WTI eben hier auch unter Druck. Wenn man sich das prozentual anschaut, dann haben wir hier ein Minus von 14% seit Sommer dieses Jahres. Das ist doch eine schöne Steuersenkung für die US-Wirtschaft, die hier das Wachstum doch auch beflügeln sollte. Was wir hier sehen, ist, dass wir derzeit so ein bisschen in der Luft hängen. Wir haben einen horizontalen Unterstützung bei $97 gebrochen. Der Retest an diese 97 hätte eigentlich bis 97 gehen müssen, das wäre regelkonform gewesen. Dass er schon hier bei 96 gedreht ist, zeigt einfach, wie schwach dieser Markt ist. Und es ist eigentlich jetzt hier im Verlauf dieser Woche auch zu erwarten, dass wir auf Schlusskursbasis, auf Tagesschlusskursbasis unter das Tief der, vom August gehen. Und dieses Tief liegt bei 92,65. Da bei Tagesschluss drunter, Intraday waren wir da heute schon mal drunter. Ein Tagesschluss drunter wird ein Verkaufssignal generieren bis in den Bereich von 90 US-Dollar. Bei einem Bruch dieser 90 US-Dollar muss man dann schon ein bisschen weitergehen, um hier noch weitere Unterstützungen zu finden. Die sind dann erst im Bereich von 75 wiederzufinden. Echte Unterstützung. Es gibt hier kleinere Unterstützung noch im Bereich von 85, 86 ungefähr. Aber hier der Bruch dieser Aufwärtstrendlinie, die den Markt hier nach oben trägt seit 20. Mai, wäre dann letztendlich bei einem Bruch, wenn dann auch diese Supports nicht wirklich nachhaltig, so würde ich es erwarten. Und es wäre dann ein Rutsch bis in den Bereich von 75 bis $77 zu erwarten. Auch beim Brentöl, das ja eher für uns Europäer relevant ist, das letztendlich auch als Benchmark für den weltweiten Ölpreis gesehen wird von vielen Großbanken und Analysten, auch von der OPEC mittlerweile selbst. Das Brentöl steht gerade kurz davor, die $100-Marke zu brechen. Das ist ja der OPEC Price Floor, also der Mindestpreis, den das Ölkartell haben möchte und verlangt. Sollte der brechen, dann wird es spannend, wie die OPEC darauf reagiert. Auch charttechnisch beim Brentöl kann man ein Kursziel ausmachen, das im Bereich von 75 bis 80 US-Dollar liegt, was eigentlich korreliert mit diesem $20-Rutsch im WTI. Also günstigeres Öl würde dann auch bedeuten, dass die Bodenbildung vielleicht bei der Lufthansa klappen wird, dass wir auch weiterhin eine positive Tendenz an den Aktienmärkten haben, auch wenn wir laut Q
Ratio auf einem erhöhten Niveau uns befinden. Ich hoffe, Sie konnten sich einige Informationen rausziehen aus dem heutigen Börsekompakt. Ich sehe, dass keine Fragen bisher da sind. Insofern wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und würde mich freuen, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder einschalten. Bis dahin.